Wir haben doch keine Zeit. Können wir jetzt endlich los, ja? Achtung, Radfahrer, lasst euch nicht überfahren. Wir nehmen natürlich jetzt die Brille in Beschlag. Das heißt, ihr dürft euch jetzt im Halbkreis um die Brille platzieren. Nicht hinter der Brille, nur vor der Brille. Ganz wichtig, es könnte zu warm werden. Jetzt kommt der kleine Pyromane in mir heraus. So, ich mache jetzt mehrere Dinge. Der erste Part, da geht es eigentlich darum, dass wir die Brille aus dem Kunstpfad illuminieren. Und da die Brille allein nur mit Taschenlampe vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, werden wir noch ein paar Funken mit einbinden. Seid aber ganz schön nah beieinander jetzt alle. Die sind schon ein paar Stunden zusammen, deshalb kuscheln die immer ganz gern. Da muss man bei so einer Gruppe auch immer wieder aufpassen, dass man die auseinanderzieht. Weil nicht, dass nach diesem Workshop plötzlich irgendwelche Animositäten passieren. Haben wir denn das Ganze nicht schon mal gefilmt? Dann könnten wir es auch aus dem letzten Jahr nehmen. Besonders schwierig ist gar nichts. Wir hätten auch früher anfangen können, nur wir wollten die Bilderflut nicht stören. Wir stehen ja gerade mal, wie viel sind das? 80 Meter hinter der Leinwand. Und wenn wir jetzt anfangen, mit irgendwelcher Pyrotechnik zu arbeiten, dann lenkt das nur von der Bilderflut ab. Und wir wollen ja die Bilder von der Bilderflut nicht stören. Ja, wir kommen morgen in die Bilderflut und da werden alle A und O sagen. Was anderes möchte ich nicht hören. Und dann wird sich auch zeigen, warum wir hier stehen und warum wir heute erst so spät am Strand sind. Ah, du brauchst schon Luft nach oben. Also wenn ihr die Brille, ich sag mal, so ein Viertel groß habt, dann lasst oben drei Viertel Luft. Das ist der Giftkoffer. Das ist mein Giftkoffer. In diesem Giftkoffer befindet sich diese Stahlwolle. Die haben wir schon mal vorbereitet hier mit sogenannten Schneebesen. Die sind normalerweise so stabil, dass sie viel aushalten. Und für ganz große Geschichten gibt es dann hier einen Futterkorb von einem Vogel. Und da wir Stahlwolle machen, geht es natürlich auch ein bisschen um Gefährlichkeit. Das heißt, Feuerlöscher bitte immer dabei haben. Viel Wasser, das haben wir in der Ostsee, falls denn doch mal was brennen sollte. Hinzu. Als allererstes wird die Brille etwas angemalt, damit wir auch wissen, was da überhaupt vor uns liegt. Und danach gibt es dahinter etwas Feuriges. Hat jemand für euch die rechte Seite von der Brille mit drauf? Ja. Sehr gut, okay. Ich gehe hier los. Hier Zingst, ja, haben wir hier die Brille, dass man auch sieht, wo die entlang geht. Und wir wollen natürlich beide Seiten mit reinnehmen. Deshalb wird die entsprechend ausgemalt. Ah, das war zu klein, die Packung. Gut zum Testen, aber jetzt zum Stoppen, bitte. Ja, Funken für euch. Noch nicht fertig. Ups, das sind ja ein paar ganz kleine hier. Und jetzt dürft ihr stoppen. Das ist total für Spielkinder, also vor allem für mich als kleinen Pyroman. Genau das, wo kleine Kinder immer von träumt haben. Super geworden. Und ich habe gesagt, lass nach oben Luft. Du hast so viel unten. Ich sagte noch, nicht so viel unten. Du hast viel hier Sand, unten ne? Ja. Viel Sand, viel Sand. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich weiter vor muss. Man merkt, du kommst hier aus der Ecke, du willst den Sand zeigen. Ja. Das finde ich gut. Kann man eigentlich auch was total falsch machen? Bei der Frisur? Definitiv. Ich meine jetzt eher bei dem Foto. Beim Foto? Ist ja ärgerlich, weil sie machen es ja nur ein- oder zweimal vor. Und wenn es dann schief läuft? Oh, es ist süß, dass du sie zu mir sagst. Also natürlich kann man was falsch machen, aber ganz ehrlich, Lightpainting ist eine Spielerei. Es geht darum, dass wir wirklich Spaß dabei haben. Und man kann eigentlich nichts falsch machen, weil du kannst alles wiederholen. Wenn du etwas zu dunkel hast, etwas zu hell hast, etwas zu weit nach rechts, zu links, dann schiebst du es einfach rüber und machst es nochmal. Der Vorteil ist ja, dass wir im Digitalbereich das immer sofort zur Verfügung haben. Dementsprechend können wir auch immer was korrigieren. Wir korrigieren natürlich weniger, aber wer damit anfängt, macht einfach nochmal neu. Der Spaß muss dabei sein, alles andere ist total egal. Danke. Bin ich schon so alt, dass man mich sieht?